Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part meiner Racing Games News. Der achte sollte es inzwischen schon sein. Und ja, es geht mal wieder darum, ja, um ein neues Projekt bzw. so ein vorübergehendes Projekt zwischen den zwei Need for Speed Teilen, weil ich denke mal, bis Ende September werde ich Need for Speed Undercover fertig Let's Played haben. Und ja, da müssen wir eben die Zeit irgendwie überbrücken zu dem neuen Need for Speed Most Wanted, was ich auf jeden Fall LP'en werde. Ja, die ersten Eindrücke, die ich da gesehen habe, die ersten Gameplays, ja, es ist halt wieder sehr Criterion Games lastig, also sehr Burnout Paradise mäßig. Ich mag das ja nicht so, aber gut, wir werden das sehen. Need for Speed Most Wanted 2012 wird auf jeden Fall am 31. Oktober 2012 erscheinen. Und ja, ich denke, ich werde spätestens bis Ende September mein Need for Speed Undercover Projekt fertig haben und auch fertig hochgeladen haben. Wenn es nicht wahrscheinlich ist, es wird wahrscheinlich schon vorher zu Ende sein. Und deswegen, da brauche ich halt für 1 bis 1,5 Monate ein Übergangsprojekt. Ja, meine Bitte ist eigentlich, dass ich mir nicht irgendwie ein neues Spiel kaufen muss, weil, ja, die Schule fängt dann bei mir wieder auch an und, ja, ich wäre einfach dagegen, irgendwie, wie gesagt, ein neues Spiel zu kaufen. Deswegen habe ich mir überlegt, man könnte es vielleicht so handhaben, dass man, wie ihr hier auf dem Bild hier seht, ich hätte vielleicht Lust, beziehungsweise ich habe Lust, so ein, ja, wie so ein kleines Let's Show Gran Turismo 5 zu machen, wo ich einfach mal ein bisschen die Karriere zeige, die Lizenzen zeige und so weiter, weil, wie gesagt, Let's Play würde ich zwar gerne machen, aber das ist, dauert einfach viel zu ewig lang. Und da würde ich halt in meinen anderen Account gehen, wo ich schon, ich glaube, 50% der Karriere habe, würde das einfach so ein bisschen rumzeigen. Und ja, das wäre jetzt mein erster Vorschlag. Im Gegensatz zu meinem zweiten Vorschlag wäre es, dass ich Formel 1 2012, sobald es rauskommt, ich glaube, das kommt am 31. September. Mal schauen, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Am 21. September sogar schon, okay. Da war ich jetzt gar nicht auf dem aktuellen Stand. Okay, also 21. September, ab da das dann einfach zu Let's Playen als Hauptprojekt. Und sobald der Need for Speed Most Wanted da ist, ja, Formel 1 wieder als Nebenprojekt abzustufen. Und ja, das wären jetzt eigentlich so grob meine zwei Vorschläge. Ja, darunter steht noch eure Meinung bzw. Vorschlag. Ich werde das wieder so machen, einfach zwei Kommentare schreiben. Ihr könnt voten oder eben euren eigenen Vorschlag bringen und da könnt ihr dann auch voten. Das ist mir eigentlich relativ schnuppe. Und ja, dann hoffen wir mal, dass wir auf jeden Fall zu einer Lösung kommen. Und ja, Zwengs Abo-Special, ich hoffe vielleicht, dass ich es am Sonntag hinkriege. Und ja, also Sonntagabend, beziehungsweise ja, Samstagabend muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen Let's Play normal. Einfach das Need for Speed dann durchspielen. Und ja, gut. Das war's soweit von mir. Ich hoffe, ja, ihr seid wieder sehr tätig bei meiner Abstimmung hier. Das freut mich immer sehr, dass man dann auf euch zählen kann. Dass, und ich hoffe, ihr seht es auch, dass mir eure Meinung sehr wichtig ist. Und ja, dann verabschiede ich mich auch schon wieder, sag Servus und man sieht sich dann im nächsten Let's Play. Also, bis dann.